machen Sie! Seht ihr? Ich hab doch gesagt, ich mach das! Okay, das war der Hammer! Wie hast du... Ich kann's einfach! So weit, so gut, Wächter! Aber ihr seid noch nicht auf dem größten Raum! Für eure Sorte genug der Worte! Ihr beginnt mich zu langweilen! Wir müssen noch mehr Ungeziefer zertreten! Gamora, zeig ihn! Hey, Quill! Groot sagt, die Käfer haben ihre Freunde gerufen! Worauf wartest du, Quill? Sag was, um ihn aufzustacheln. Ja, erzürne ihn mit deinen gedankenlos gewählten Worten. Heimgesuchte Krücken wie mickrige Mücken. Maus, Laus, Lapskaus, du kannst reimen, wir haben es kapiert. Im Ernst, wie hast du es bloß geschafft, noch nervtötender zu werden? Graus, Schmaus, Eidert aus. Saus und Braus. Langsam geht ihr mir auf die Nerven. Können wir echt gut! Rathaus, Hochhaus, Schneckenhaus! Das ergibt nicht mal deinen Sinn! Du legst Wert auf Sinn? Seit wir dich kennen, kam aus dir nur ein Riesenhaufen Wortkotze! Und jetzt muss ich auch noch alles reimen! Unbedeutend und undankbar! Okay, ich bin sicher, er ist aus der Spur. Er macht das Planetending! Mickey, bist du bereit, uns noch meinen Hintern zu retten? Sei einfach vorsichtig! Die Kleine wächst mir richtig ans Herz, Quill. Ich sag's nicht genug, also dann jetzt! Schlag ich lieber euch, Leute! Bestes. Alle in Ordnung? Keine Ahnung, es war... Ich kenne die Gefahr. Ich bin sicher, wir gehen ihm auf den Geist. Wir müssen nur noch etwas durchhalten. Flieh im Balsam der Zeit. Ein Bild. Bah! Euch ist nicht ohne Hatna. Klasse. Mehr Käfer. Haltet sie auf, Groot. Hab wieder einen Hirnkäfer erwischt. Hirnkäfer. Acht auf die bösen Schwerdinger. Mach dir deswegen keine Sorgen! Mach einfach weiter! Für Drax!
15 Kugelhalle besiege Gegner mit 5 Dados. Ich muss zugeben, immer wenn sie zerplatzen, gibt's ein wirklich hübsches Muster. Wir können heute nicht verlieren, Quill. Jetzt malen wir das Schlachtfeld, Rocket. In unzähligen Schattierungen. Aber wenn wir zu aufgeregt sind, dann wird dieses Fest der Liebe, diese richtige Euphorie, mit einem Mal verschwinden. Wer ist dabei? Heute bin ich der Schlüssel! Ich schnupp dich! Los! Wir sind nicht zu bemalt zu dir! Au! Tut mir leid! Leute, der Stein ist seltsam. Es ist soweit, Wächter. Hol ihn her, Quill. Nur so kriegst du freies Schussfeld. Unterwerft euch mir. Da-da-da. Sagte, unterwerft euch. Es wird Zeit, dass du was in deinen übergroßen Schädel reinkriegst. Wir beugen uns niemandem. Jetzt mal im Ernst. Kennst du uns überhaupt? Genau. Wir sind die Wächter der Galaxie. Wir haben Visitenkarten. Und wir würden lieber sterben, als uns dir zu unterwerfen. Ihr wagt es, einem Gott zu trotzen? Habt ihr denn keine Vorstellung von... Ach, sei still! Was hast du gesagt? Dass du eine Katastrophe bist. Euer Hohn verhöhnt meine... verspottet meine... Verunsichert! Der Stein! Ihr müsst den Stein benutzen! Uh-oh. Da 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 da. Der Stein wird nicht rösten, Quill. Genau wie beim ersten Mal. Mach, dass du verschwindest. Jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwas wieder gut zu machen, du Hohlkopf. Lass einfach los! Besiege den Magus. Der Magus, schließe Kapitel 16 ab. Er wird doch wieder. Oder, Mantis? Die Hauptsache ist, er hat es geschafft. Ihr habt es alle geschafft.
I did it. So ein Opfer hätte er nicht bringen sollen. I did it for the one. Ah, shit, you mouth your thong where I'm fatty. Sind wir bezahlt worden? Noch nicht, Kumpel. Heißt das, dass es vorbei ist? Also vorbei, der Magus vorbei? Ist geschlagen, vorläufig. Das unersättlichste Wesen der Galaxie ist wieder ein Gefangener des Seelensteins. Bleibt nur noch zu entscheiden, was wir jetzt damit tun sollen. Zerstören. Das sind beides idiotische Vorschläge. Ich bin Groot. Er schlägt vor, wir sollten beide Varianten kombinieren. Der Stein ist weder Bombe noch Bonbon. Und auch nicht eure Bürde. Wow, wow, wow! Er hat gerade versucht, uns zu töten und die Galaxie zu fressen! Ihr könnt diese kumulierte Kraft nicht kontrollieren. Ich kreierte sie. Und bin ihr Kurator. Niemand kann das. Montes, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Galaxie dabei draufgeht, wenn wir den Stein behalten? Sehr hoch. Und wenn wir ihn Goldlöckchen übergeben? Dann nicht so hoch. Wahr, sprach der Wildfang. Die Kraft könnte sich selbst einst schicken, meine geschundene Seele zu Scherben zu schlagen. Doch mir folgen Freunde. Nur mal so zur Sicherheit. Wie hoch wäre denn die Chance, dass die Galaxie draufgeht, wenn wir den Brocken irgendwo verkaufen? Astronomisch hoch. Wenn wir sicherstellen wollen, dass der Magus nicht wieder auftaucht, dann sollten wir gemeinsam dafür sorgen. Bei dem kleinsten Anzeichen einer Magenverstimmung solltest du euren Beistand erbitten. Wirkt ihr auch wirr und wundersam, fürchte ich, ich fand in euch Freunde. Und vergebt mir den Versuch, die Welt und euch zu verspeisen. Ich war wahrscheinlich vorübergehend verblendet. Ja, und Entschuldigung für das Rumgezicke und die spitzen Armen. Wenn es einem Mann sich zu zäumen gezieht, kann nur er selbst sich Schöffe sein, Unschiedsmann in seiner stärksten Stunde. Redet der immer so komisches Zeug? Sagen wollte ich damit nur, alles gut. Naja, also, mich musst du hier nicht überzeugen. Oh nein, bestimmt nicht. Oh, bestimmt doch. Und? Ekelhaft. Okay, jetzt bin ich auch überzeugt. Guardians of the Galaxy. Jean-François Ducas, Oliver Perrolux, Marlene Blaise, Fortier, Neplan, Nedendra, Runcher, Charette, Jacques.
wirklich. Ich schlafe gern auf der Couch. Die Couch ist schmutzig. Der Nager hat sie schon drauf erleichtert. Sie können in Gamoras Zimmer schlafen. Geht's noch? Ach komm schon.